ist, wie er selbst sagt, einer, der Gas gibt. Emil Zangerl, Ischgls Vizebürgermeister, wurde am Nationalfeiertag 60. Grund genug, dies gebührend zu feiern und zurückzublicken. Freppi, danke, danke, dass ihr gekommen seid und als schönen Abend feiern wir hier ein bisschen. Eigentlich habe ich viele Funktionen schon gemacht. Ich war vom Skiclub-Obmann zum Kinderchef, Ortsbauern-Obmann, Viehzuchtverein-Obmann. Dann war ich im Gemeinderat, dann bin ich in den Aufsichtsrat von der Silfrettersalbahn gekommen, in den Agrarausschuss. Dann bin ich Gebietsobmann für die Bauern gewesen. Oder bin ich immer noch, dann bin ich Bezirksbauernobmann Stellvertreter, Kammerobmann Stellvertreter und Obmann Stellvertreter vom Tiroler Braunviehzuchtverband. Unter die Gratulanten mischten sich zahlreiche Familienmitglieder, Freunde, Wegbegleiter, Ehrengäste, Vereine und Abordnungen. Der Emil ist ein bodenständiger Typ und er ist eigentlich immer offen für Anliegen und er weiß eigentlich, so wie eigentlich die ganze Gemeinde, dass wir nur gemeinsam weiterkommen und es funktioniert relativ gut. Wir haben auch manchmal unseren Kieb, aber das kann man gut ausreden und wir seien uns nie lang böse. Er ist sehr ein ehrgeiziger Typ. Alles, was er angreift, macht er mit 120%. Ist ein lustiger Typ. Kommen wir mal zu Gaudi haben mit ihm. Der Emil ist ein wichtiger Part in der Gemeinde. Er bringt sich ja nicht nur in der Gemeinde ein, er bringt sich in vielen Institutionen ein, bei der Landwirtschaft und sonstige Vereine. Und wir sind ein gutes Team, wir arbeiten zusammen. Wir haben intern auch Diskussionen, aber die pegeln wir so auf, dass wir immer zielorientiert arbeiten. Für Bürgermeister Werner Kurz war dieser Festakt eine Anerkennung und Wertschätzung. So steht Vizebürgermeister Emil Zangerl seit Jahrzehnten im Dienste für die Allgemeinheit. Die Zukunft der örtlichen Landwirtschaft ist seit Jahrzehnten eines der wesentlichsten Anliegen des Jubilars. Ja, da gibt es nur ein Miteinander in der Gemeinde, sei es sprich von der Gemeinde, sprich von der Seilbahn und das war bis eh und je so. Und das wünschen wir uns das weiterhin so, dann funktioniert das auch. Es muss einfach so sein, dass Landwirtschaft und Tourismus eine Familie sein. Mich fasziniert auch seine Einstellung zur Landwirtschaft. Wenn ich halt sehe, wie in Ischgl Tourismus funktioniert, ist es nicht selbstverständlich, dass die Landwirtschaft so funktioniert. Und eine besondere Entwicklung gibt es, also es gibt keine Gemeinde in Österreich, wo die Bauern mehr wären, außer in der Gemeinde Ischgl. Und das ist einfach sehr stark mit Emil Zangerl in Verbindung zu bringen. Ich schätze ihn sehr, weil er einfach sehr direkt ist, verlässlich ist und sehr ehrlich ist und sehr fleißig ist und hat immer Ziele vor sich. Es ist fein, mit ihm zusammenzuarbeiten und für mich ist es eine besondere Ehre, da dabei zu sein bei seinem 60. Geburtstag. Ich wünsche ihm weiterhin alles Gute, viel Glück, viel Kraft noch, aber vor allem viel Gesundheit auch. Eine besondere Überraschung für ihren Neni hielten die Enkelinnen Laura, Antonia und Julia parat. Familie bedeutet ihm viel, dass er sie alle um sich haben will. Er ist der beste Neni für ein Enkelkind. Und wenn es heißt, jetzt nehmen wir den alle bei dem Schneeweißen Grund. Wir wünschen Gesundheit, Glück und Segen.